der Stelle begrüßen wir auch nochmal alle Zuschauer, die jetzt neu dazugekommen sind hier beim Spiel. Ja, Scheibe nicht draußen gewesen, an der blauen Linie aufgehalten. Wiebke. Und geblockt. Der muss eigentlich schon reingehen. Ja, und jetzt ja die ersten Chancen für Rosenheim. Klatzel da den Blockhandschuh drauf. Und der Tor. Ist drin mit der Rückhand. Da war Klatzel zu spät unten. Beziehungsweise wahrscheinlich auch den Schuss etwas zu spät gesehen. Ja, einfach nicht lange gefackelt. Eine gleiche Scheibe aufgenommen. Das müsste Thomas Merz gewesen sein hier mit dem Treffer. Ja, das hat zu lange gedauert hier von Reinick. Schön reingesetzt. Stupinski setzt sich da durch. Legt nochmal rüber, aber da ist dann Michel da. Am Tor vorbei. Jetzt Leinweber. Und wieder die Rückhand und wieder das Tor für die Star Bulls Rosenheim. Ja, am Ende hier schlechte Aufteilung. Ja, und am Ende sieht auch hier, glaube ich, Glatzel etwas unglücklich aus. Sehen wir es nochmal näher. Ich weiß nicht, dass der noch vielleicht noch abgefälscht worden ist, dann da vom Leipziger Verteidiger, ob das jetzt Walter Klaus war am Ende. Ja, am 24.09. beginnt die Oberliga Nord. 2 Wochen eher als die Oberliga Süd. Mit dem Eröffnungsspiel Hannover Indians gegen Crocodiles Hamburg. Und es wird auch mit einer tüftigen Pre-Game- und Aftergame-Party gefeiert. Wenn er jetzt auf den Außen ist, ist ein Spieler, der sich gerade in solchen Situationen sehr gerne vors Tor zieht. Sehr gerne den berühmten Screen spielt. Tor! Ja, aber heiß dick. Tor wird nicht gegeben, hoher Stock. Der Stock war auch sehr hoch. Ja, Schiedsrichter stand da auch gut. Jetzt sehen wir es nochmal. Geht gegen den Körper und ja, dann das ist vollkommen zurecht. Auch ohne Hintertorkamera erkennbar, dass das hoher Stock ist. Deswegen wird das Tor nicht gegeben. Und jetzt Björns. Gestern schon mal. Turnover. Ja, viel Schlägerarbeit, aber. Stupinski, 6. Tor! Bei 6 Mann auf dem Eis schafft Philipp Stupinski den Anschlusstreffer zum 1:2. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da lässt, sich auf der, eins. Da lässt sich der Verteidiger rausziehen. Am Ende steht er nur noch einer gegen zwei. Und Stupinski ganz überlegt, halb hoch in die lange Ecke. Sehr unangenehm für die Torhüter. Immer zwischen Schoner und Blocker. Die Struktur fehlt etwas im Aufbau bei beiden Mannschaften. Ja, sehr viele Zufallsprodukte. Jetzt vielleicht mal die Verteilung an der blauen Linie. Tölzer mit dem Schuss. Oh, die Scheibe frei. Solche abenteuerlichen Fahrten, die werden jetzt nach vorne gesucht. Strafe angezeigt gegen Rosenheim. Gefährlicher Check, da darf auch die Tür nicht aufgehen. Das ist ganz schlecht und unglücklich gelaufen. Da wird die Tür aufgemacht für Patrick Glatzel und am Ende trifft es Jonas Wolter, der da in die Tür reingecheckt wird. Schon durchgesetzt von Stupinski. Stupinski noch ein Tor! Der Ausgleich für Leipzig. Hier leitet die Situation. Hier sehen wir es. Hier leitet die Situation quasi selber ein. Genau, Albrecht da mit der Direktabnahme, beziehungsweise noch mit der kurzen Annahme. Und dann nimmt Stupinski die Scheibe auf. Rosenheim orientiert sich schon sehr weit nach vorne. Niemand ist mehr hinten. Und dann trifft der Deutschbulle Philipp Stupinski zum zweiten Mal. Ja, die Scheibe hat verpasst, 2:1. Netzinger zusammen mit Schmidtbeder, der kriegt die Scheibe. Genau, passt, Tor. Und dann schiebt er da links an Glatzel flach vorbei. Der Fehler in der offensiven Zone von Leipzig. Und dieses 2:1, das spielen sie dann mit ihrer Qualität aus, die beide haben. Perfekter Pass und ja, dann gegen die Laufrichtung, keine Chance für Glatzel.
Netzinger aktueller Oberliga-Meister mit den Selber Wölfen und Marc Schmidt-Peter kam meines Erachtens aus Kassel. Slanina aus Spitzwinkel, aber wird geblockt. Ja, kommt aber nochmal an die Scheibe. Die Scheibe geht knapp unten vorbei am Tor. Michel hält die Scheibe fest. Ja, und jetzt Kolb und wieder Burns. Und da werden jetzt Nettigkeiten ausgetauscht. Ist auch so in Ordnung, dass die Schiedsrichter sich mal hier rauslassen und erst jetzt dazwischen gehen. Also, dass sie die Situation wirklich erst dann lösen, wenn es zu lösen ist. Und jetzt viel Platz, geht aber knapp am Tor vorbei. Ein bisschen behandelt, aber der will das gar nicht. Ja, und jetzt geht der Arm aber nach oben. 10 Sekunden. Hennen. Pfosten! Das gibt's nicht. Die Chance nochmal. 8 Sekunden, aber weiter. Leipzig am Puck. Slanina nochmal. Der Schuss geblockt. Nochmal. Nochmal geblockt. Die und Scheibe geht raus. Und das Was war's. Für eine spannende Schlussphase hier. Starker Fight von beiden Mannschaften in der letzten Minute.